Ja, Leute, herzlich willkommen zurück, muss man ja sagen, zum großen Knaller durchgenommen von Monster Boy. Es hat ein bisschen gedauert, bis die Serie jetzt hier fortgesetzt wird, aus verschiedensten Gründen. Umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt hier ein bisschen Zeit habe, wieder zu zocken. Gregor ist leider nicht dabei, der hat andere Sachen zu tun. Aber das macht nichts. Wir freuen uns auf Monster. Habe ich das eigentlich das letzte Mal gezeigt, das Intro? Nein. Weiß ich gar nicht. Das ist ein schönes Anime-Intro für mich. So richtig schöner J-Pop. Geil. You're the morphing hero, Monster Boy. Ja, ist ja gut. So, fertig. Ja, dann machen wir mal weiter. Ihr habt ja in dem Intro jetzt auch schon einige Formen gesehen. Das ist ja so ein bisschen das Besondere bei dem Spiel, dass man in verschiedene Formen schlüpfen kann. Die muss man natürlich erstmal freischalten. Das ist die erste Form, die wir gefunden haben. Das ist fette Schwein. Das nicht viel kann, außer gemütlich auf dem Boden chillen. Und ansonsten kann es noch riechen. Das ist sein Superskill. Und es hat diese Reichweite beim Schlagen. Aber wir haben jetzt hier quasi, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, den ersten größeren Boss gelegt oder den zweiten. Und jetzt immer, das ist immer das Problem bei so Let's Plays, dass man dann erstmal wieder sich orientieren muss und erstmal rausfinden muss, wo es jetzt hier weitergeht. Gerade wenn man noch nicht so ultra vertraut ist mit einem Spiel. Aber wir werden es schon rausfinden. Es gibt ja zum Glück ein sehr gutes Automapping. Dass man hier sieht. Da sehen wir auch schon, es ist echt schon gar nicht so klein. Die vielen Abzweigungen und so, so typisches Metroidvania, wo man dann irgendwie am Anfang nicht weiterkommt und dann später halt nochmal backtracken muss. Aber wo? Ach da, da sehen wir das grüne Fadenkreuz sozusagen ist mein Ziel. Ist halt jetzt die Frage, wie kommt man da am besten hin? Vermutlich irgendwie von der Stadt aus, die ja so ein bisschen das Hub ist. Aber hier bin ich, glaube ich, schon mal falsch. Ah, das ist natürlich geil, wenn du dann eine neue Form gelernt hast, dass du dann irgendwie quasi nochmal überall hin kannst und gucken kannst, ob es da irgendwie weitergeht. So, komme ich hier raus. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, hier gehe ich mal weiter, oder? Allerdings habe ich denn eigentlich Neues? Habe ich irgendwas besonders Neues gekriegt, weshalb ich irgendwo weiterkommen sollte? Sammelgegenstände. Regenbogentropfen besteht aus einer speziellen Zaubersubstanz. Es hat einen unwiderstehlichen Duft. Es ist für Beutemeister absolut. Ja. Okay. Ich gehe einfach mal irgendwie. Man muss ja. Oh, das ist Schleim. Ja, erinnere ich mich noch. Wird angestrahlt. Hier war ich doch auch schon. Ja.
Oh, wo geht's denn hier lang? Entschuldigung. Scheiße. Raus jetzt aus dem. Aus dem Schlamm. Daneben. Oh, dieser Schlamm, ihr könnt es nicht sehen, aber der klebt, der macht einen echt. Man klebt so krass da am Boden fest. Es ist nicht so leicht, da sich da noch gescheit zu wehren. Vor allem jetzt gegen die Fledermäuse. Herz wäre mir lieber gewesen. Komm ich jetzt hier raus? Ja. Das ist hier wirklich auch bislang eine der schwersten Stellen, finde ich, im Spiel gewesen. Das war so dumm. Auf so vielen Ebenen dumm. Den letzten Boomerang so leichtfertig. Und ich weiß noch nicht mal, ob ich hier richtig bin, aber... Oh. War doch was. Hier riecht es, hier riecht es! Okay, da brauche ich eine andere Form. Das hatten wir schon das letzte Mal, da komme ich in der Zeit auf jeden Fall nicht hin. So, nochmal kurz die Karte bemühen. Aber da seht ihr, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber genau da in der Mitte, diese kleine Lücke im Boden. Das dachte ich, ist eigentlich der Place to be für mich. Jetzt gehe ich doch nochmal zurück. Wo ist das denn? Ist das hier? Ne, nächster Raum. Hier müsste es irgendwo runtergehen. Hier? Aber man sieht hier natürlich nichts. Es ist hier hinter diesem Ding, was im Vordergrund ist, aber man sieht ja nicht, was hier ist. Oder vielleicht einfach mal auf gut Dünken. Ach nee, das Scheiße, das Schwein kann ja nichts anderes anziehen. Hier ist irgendwas. Ja, wie man es auch macht, man wird es nicht sehen. Die haben es schon natürlich extra so platziert, dass man es nicht sehen kann. So gern, was da muss irgendwas sein. Ja, man sieht nichts. Ja, hier komme ich auf jeden Fall nicht runter. Ja, unter Wasser kann er auch nicht riechen. Das passiert, wenn er unter Wasser riecht. Ja, nun. Ich hätte echt gedacht... Da. Nicht da von diesem Waffenladen rechts. Okay,
Nein! Mann! Ich will jetzt die Fliegeform, wo ich einfach durchs Level fliegen kann. Ja. Zack, zack, zack. Geh unten durch. So. Also, doink, 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 doink. Achso. Ja. Warte, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das hier? War ich hier schon? Ja, hier war ich schon mit Gregor letztes Mal offensichtlich. Dann könnten sie doch eigentlich die Secrets auch dann stehen lassen. Dann weiß man's. Na gut. Jetzt bin ich gleich wieder in diesem Baumhaus, genau. Okay. Herzlich willkommen zum Let's Play von Monster Boy. Ich muss zu diesem komischen Waffenladen da links. Ich glaube, man muss hier einfach nur... Wie ging das denn? Ja, er ist der Typ, der sagt, er wird sie bald eröffnen. Aber das heißt, ich muss auf die kleine Spinne da unten. Nee, das, ach, ich kann einfach hochhüpfen. Okay. Warum auch leicht, wenn es auch kompliziert geht? Was ist das? War ich hier schon? Achso, das ist einfach Schnellreiseportal. Genau, und hier ist die Schmiede. Immer noch versperrt. Das ist der Fuchs in dem Fuchsbau, der sagt, er macht sie bald auf. Schade, dass er es noch nicht aufmacht. Aber hier ist auch nichts. Ich hätte ja gedacht, dass es jetzt dann hier... irgendwie runtergeht. Wir gehen mal in die Hauptstadt. Ich glaube, ich komme mit dem Portal da relativ schnell hin. Ja. In das Dorf Lupia. Hey Katzenlady. Ich würde gerne den Nebelwald erkunden, aber das ist jetzt zu gefährlich. Jemand hat darin einen Pilz gesehen, der so groß wie ein Baum sein soll. So, hier sind wir hergekommen. Abgeschlossen. Die Burg. Lasst herunter die Brücke. Okay. Hey, sorry, dass ich hier dauernd am... Ich bin noch ein wenig zugeschleimt, wie ihr vielleicht hört. Hä? Mal hier raus.
Ich werde gleich mal, also wenn es jetzt hier nicht irgendwo weitergeht, durch die Kanalisation nochmal versuchen, weil auch hier gibt es natürlich die Möglichkeit, dass hier unten links, wo diese Tür ist, in der Mitte, da geht es natürlich auch noch weiter. Das Ding ist halt, ich habe ja eigentlich keine wirklich besondere neue Fähigkeit gelernt. Das heißt... Danke, nette Panda-Dame. Was sagst du? Du hast also endlich ein weiteres magisches Portal entdeckt. Mit den Portalen durchquert man in Sekundenschnelle das Reich. Speichert deinen Spielstand und stellt die Lebensenergie wieder her, damit du erfrischt ans Werk gehen kannst. Dann von überall oder was? Nee. Ich muss das einmal kaufen, damit ich weiß, ob man damit einen... Nee. Okay, jetzt weiß ich's. Das ist dann nur lokal. Es sah aus wie ein Item, das man mitnehmen kann, so dass ich dann von überall hätte speichern können. Das wäre natürlich mega krass gewesen eigentlich. So, der Waffenladen was Neues gekriegt. Immer noch. So, wisst ihr was? Ich kaufe das jetzt einfach, oder was? Hab ich das überhaupt schon? Hab ich das nicht schon? Ich kaufe jetzt dieses Armband. Warum auch nicht? Zack. Dann droppt nämlich bei den Gegnern mehr Muni. 25% Chance, magische Munition zu finden. Besser als nichts. Kommt, Leute, so was geht. Ansonsten, hier ist zu. Magie-Shop. Nebelwald verloren, Tim. Hier soll es auch direkt runtergehen. Das wäre dann hier der Brunnen. Aber dafür müsste man den Brunnen irgendwie kaputt kriegen. Oder hier. Aber ich kann mich ja eh nicht als Schwein verwandeln. Kann ja nicht. Oh. What's happening? Leute, was habe ich denn hier gefunden? Ein Geldsack. Da ist eine Tür. Geh ich erstmal rein. Ja, Mai. Okay, dann gehen wir nochmal runter. Ey. Das mache ich doch gleich nochmal hier so runterspringen. Sieht echt geil aus. Also die Animationen sind echt super. Und da ist doch was. Hä? Nö. Der dumme Windstrudel. Ich muss mich mit irgendwas dann da dran klemsen, damit ich dann dahin bimsen kann. Ach, come on, ey. Ja, gut. Ich war so nah dran an einem neuen Musikstück. Hier geht's auch nicht. Hier geht's doch auch nicht weiter, wo ich hin muss. Ey, Leute. Wo ist eigentlich Gregor, wenn man ihn mal braucht? Ich
weiß einfach nicht, wo ich denn so hab. Das ist nicht so einfach. Alles. Ich gehe mal in die Kanalisation. Ich gehe mal hier hoch. Und dann gehe ich in die Kanalisation. Kann er nicht. Ach, come on. Jetzt weiß ich, bin zu schwer. Nehme ich halt die Leiter. Hier zurückbeamen. Ich würde gerne nehmen, oder ist jetzt ein kleiner Reifen. Den habe ich doch schon besiegt, Mann. Bomben. Habe ich nicht. Damit hat sich auch dieses Thema erledigt. Also jetzt bin ich echt gerade. Okay, ich bin hier falsch. Leute. So ist das manchmal bei so Spielen. Dass man eben nicht genau weiß. Ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn ich ehrlich bin, dass man so ein bisschen überlegen muss, wo man hin muss. Sonst wäre es ja auch linear und langweilig. Aber es muss natürlich auch irgendeinen Fortschritt geben. So, lass mich jetzt nochmal überlegen. Ich glaube, ich muss nochmal das Haus durchsuchen. Stark. Also, hier haben wir das letzte Mal abgespeichert. Gebt mir doch mal einen Hinweis. Ich esse nie wieder Schweinefleisch. Who cares? So, was war da unten nochmal? Aha. Ja, Leute. Hier geht's weiter, ne, übrigens. Hätten wir auch schon vor einer halben Stunde haben können. Die droppen jetzt echt ganz gut hier. Die Magic Bullets. Boah, was? Oh, jetzt bin ich schneckenlangsam. Guck mal hier, ich kann nicht mehr richtig laufen. Geh ich hier irgendwie wieder weg? Geh weg! Schnecken. Ja, der hat halt auch so im Kopf, ich seh's. Soll ich den besiegen? Nun. Okay.
Okay, das war schon das. Hoch oder runter? Hoch. Was ist jetzt das? Wieder so ein Anhängerchen. Jetzt kriege ich einen neuen Zauberspruch. Und zwar Super Tornado-Trüffel. Du kannst jetzt zusätzliche Tornados mitführen. Okay, das ist wie die Raketensilos im Prinzip bei Super Metroid. Damn. Okay, ich gehe. Lass go. War nur ein Spaß. Oh, da unten sind zwei. Mega gut von mir. Ganz ehrlich, Leute. Wie gut war das denn? Monster Boy Pro Gaming. Live auf Rocket Beans TV. Komm. Bam. Ey, die sieht man halt auch überhaupt nicht, ne? Komm, fall doch, fall doch, fall doch, fall doch. Ich mag diese süßen Animationen, dass die auch so richtig kurz mal sauer werden. What? Was macht man denn da am besten? Riechen. Ah, okay. Aber das reicht nicht, um da oben an Liliane zu kommen. Hm. Ich verstehe. So, den mache ich noch platt. Kurze Pause. Aha, guck mal da. Und noch eine Schatzkiste, die mache ich auch noch auf. Munition und eine Liane. Rapunzel hat ihr Haar heruntergeworfen. Mal ganz kurz Pause, Freunde, und dann geht's hier gleich nach der Werbung weiter mit Monster Boy and the Cursed Kingdom. Bis gleich! Monster Boy, der inoffizielle Wonder Boy-Nachfolger, zum Teil aus deutschen Landen entwickelt und ich bin sehr begeistert von diesem Spiel, muss ich sagen. Es ist wirklich eine tolle, liebevolle Umsetzung des Monster Boy, Wonder Boy-Franchises. Und im Prinzip habt ihr, selbst wenn ihr jetzt erst einschaltet, nicht viel verpasst. Denn ich habe eben erst den richtigen Weg gefunden und bin, Entschuldigung, in der Höhle runter und das ist nicht weit von dem, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, deshalb ab sofort ist hier alles Neuland auch für mich, ne? Also ich weiß hier gar nichts. So, hier kann man auf jeden Fall Energie kaufen für ein 20. Bin ehrlich gesagt zu geizig, aber ich brauch's. Leute, ich brauch's. So, hier ist schön Gift. Lohnt sich auch immer mal wieder auf die Karte zu gucken, weil man sieht an den Lücken dann immer, wo eventuell ein Geheimgang ist. Fick die Hexe! Was? Wieso? Ey, was? Der blutet noch? Was ist denn Fick die Hexe? Ey, guck mal, einmal da reingefallen. Okay, ey, das ist ja nicht so geil. Da hole ich mir mal hier so ein Tränkchen. Fick die Hexe, was fällt mir denn? Und dann... Okay, ich wollte nur wissen, jetzt habe ich keine Energie verloren durch das Schild. Ja, so Sachen muss man zumindest einmal ausprobieren, damit man dann
einmal weiß, wie es funktioniert. Alter. So, tschüss. Ja, er überlebt es natürlich, ne? Das Baumwesen. Uah! Die gehen runter, die Blätter. Das hat mir auch keiner gesagt. Was? Hä? An was bin ich gerade gestorben, bitte? Sehr gut. So. Also, leicht ist das Spiel nicht. Guck mal hier, diese fiese Flugkurve. Überall sind Viecher. Wenigstens die muss man nicht nochmal machen. Das geht aber gut ins Geld hier, Leute, ey. Aber gut, Geld kann man immer grinden. Erstmal weiterkommen. Ich raff nur nicht, woran ich gerade gestorben bin. Das ist immer das Problem. Wenn man nicht weiß, woran man gestorben ist, dann kann man es natürlich... Du kleiner Sack. So. Kann man es natürlich nicht so ganz verhindern. Ey, das ist einfach nur mies! Okay, das war einfach nur dumm! Boah, ich und Jump'n'Runs, ne? Das ist wirklich eine Kombination aus der Hölle. So, ich spring einfach. Komm. Dieser Pfosten da, oder was? Okay. Alles klar. Okay, das sind Spikes. Ey, meine Frage, Leute, ne? Ihr seht jetzt mal folgende Situation. Ihr seht hier dieses Blatt, es wird runtergehen. Wird es auf den Stacheln landen, sodass ich rechts unten durch kann? Ha! So klug. Aber da kann ich nichts machen, ne? Ah, doch. Goldene Stiefelteile. Beschaffe sie alle und gib sie einem talentierten Schmied, damit er daraus die ultimativen Stiefel herstellt. Ah, geil. Okay. Auch gut zu wissen, dass man mit dem Boomerang... Okay, das ist halt einfach mies. Das ist... Sorry, liebe Entwickler. Keine Chance gehabt, zu wissen, dass da was kommt. Was willst du denn da machen? Da solltet ihr nochmal drüber nachdenken, ob das eine gute Gameplay... Das gutes Gameplay ist, wenn einfach aus dem Nichts Sachen erscheinen können. Das brauche ich hier nicht. Du kleines, mieses Kackvogel. Alter. Boah. Ja, wie lange denn noch? Ich muss weiter. Oh. Okay. Ich verstehe. Oh, wie ich sowas hasse. Ey, übrigens, ich weiß nicht, ob ihr diese Geräusche hört, aber so hört es sich an, wenn es hier regnet. Och nee, ey, noch mehr so... Geschicklichkeitskram. Wie kommt man da links an die Tür?
Da ist eine Fackel. Ich weiß nicht, ob ihr das zu Hause erkennen könnt, aber ich erkenn's. Ah! Wie? Okay, wieder ein Raketensilo. Sag ich jetzt einfach so dazu. Super Bumerang-Trüffel. Du kannst eine ganze Welle von Bumerangs losschicken, indem du mehrere davon wirfst. Okay. Spinne. Nein! Ah, aber das ist der Rücksetzpunkt. Das ist gut. Das ist gut, dass ich diese Tür geöffnet habe. Sonst wäre der Rücksetzpunkt nämlich sehr weit weg. Dann hätte ich nämlich nochmal diese Wasserfahrt machen müssen. Und möglicherweise hätte dieses Let's Play dann doch schon früher geendet, als wir uns das alle gewünscht hätten. Kurde Walewski Mata. Konzentrieren. Safe Spot. Ein Safe-Spot. Oh, ey, ich hab jetzt schon schwitzige Hände, Leute. Ey. Ich bin so schlecht in so Jump'n'Run-Geschichten. Geschicklichkeitsspiele. Das sieht mir nach Boss aus. Nein. So. Ach, es kommen noch mehr. Okay. Ja, man muss diese Magic-Sachen einfach einsetzen. Es ist, bringt nichts damit, sparsam zu sein. Man kriegt die auch genug und dann ist es eigentlich relativ easy. Sogar, würde ich sagen. Das ist hier wie in so einem alten Donald Duck-Cartoon, ey. Das ist ganz lustig. So, was haben wir denn hier? Also, hier haben wir Health. Ich kann nicht reingehen. Magic und... Lasst alle Hoffnung fahren. Alle, die ihr nicht von einer wilden und giftigen Kreatur gefressen werden wollt. Okay, ich habe Gift gelesen. Ich kaufe Giftblase. Das ist auf jeden Fall bossy.
Giftzahn. Achso, ich dachte, ich hätte ihn schon. Ja, komm doch mal runter da jetzt. Bam. Alter, ist das mies. Das täuscht auch noch an. So. Komm, nein! Jetzt. Sackpimmel, ey. Noch ein paar Blitzis. Bam! Man muss halt so. Bam! Was ist das jetzt hier? Achso. Hä? Achso, ich muss hier runter? Ich check's grad nicht, Leute. Ich kann hier nichts machen. Komm nicht da rein. Ja, ich sehe das Blitzsymbol nur. Ich habe mich doch nur kurz gekratzt, Leute. Also es ist ein bisschen ein komischer Gegner. Ich habe mich einmal an der Backe gekratzt. Das hat gereicht, um zu verlieren. Ich glaube, ohne dieses Poison-Schild für 10 Euro ist das hier deutlich schwerer. Ja, ich bewege mich nicht. Ihr seht das richtig wie ein faules Schwein. Ach. Da muss ich direkt runterstellen, dann ist am besten. What the hell? Das hat aber vorhin besser geklappt. Er schießt so schnell da raus. That's what she said. Was macht man denn, wenn man hier keine Blitze hat, wüsste ich gerne mal. Also Moment, ich hatte doch das Schild und dann nehme ich doch die ganze Zeit keinen Schaden. Und selbst wenn das Schild weg ist, wollt ihr mir erzählen, dass dann ein Treffer 5 Herzen killt oder was? Was ist denn hier überhaupt, was ist das denn hier alles?
nicht so schwer hier eigentlich. So, das war ja jetzt eigentlich relativ easy. Aber das raff ich nicht. Was hat's mit dem scheiß Honig auf sich? Leute, ich werd wahnsinnig. Jetzt kommt er auch nicht mehr hier. Ey, sag mal, ich bin zu dumm. Ich bin wirklich zu dumm. Ich check es nicht. Und so kann ich ihn nicht erwischen? Was soll ich denn machen? Ich habe auch keine Blitze mehr. Ich check's nicht. Ich check's wirklich überhaupt nicht. Komm, kann jetzt ja nichts mehr machen. Ja. Selbst als er da unten lang gerutscht ist. Ich check's nicht. Ich check's wirklich überhaupt nicht. Wie er halt auch trotzdem auf jeden Fall nochmal spuckt, obwohl er die Fresse voll kriegt. Ich hab vergessen, das Schild zu benutzen, das ist mir jetzt auch egal. Ich bin richtig beleidigt gerade. Jetzt benutze ich das Schild, toll. Wo denn? So, jetzt ist da Honig, Leute. Was soll das mit dem Honig? Stampfen, Honig fällt auf Schlange. Ey, Regie, ohne Scheiß. Mir fehlen die Worte. Das ist gut, ein guter Hinweis. So, Leute. Jetzt hab ich mir noch so ein Elixier, weil ich jetzt keinen Bock mehr hab. Die Stampfattacke. Die hab ich komplett vergessen, die Stampfattacke. Was einen halt irritiert, ist, dass da ein Blitzsymbol war auf diesem. Wieso trifft er mich trotzdem? Und wieso nehme ich nicht.
Ohne Blitz stelle ich mir das hier schwierig vor übrigens. Zack. Okay, Stampfattacke. Jetzt? Ah, Stampfattacke auf. Ja, 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 fällt auf Schlange. Ja, das macht noch mehr Sinn. Achtung. Hä? Ja, es ist doch... Ja, sie machen aber nichts, der Schlange. Okay. What? Du Sackgesichtiges. Man muss wirklich sehr genau timen. Och nee, Alter, wie oft soll ich das denn? Ja, natürlich. Oh, nehm ich, nehm ich, nehm ich. Sehr anspruchsvoll, diese... Ja, was brauche ich denn den Blitz? Was brauche ich denn den Blitz? Shit, aber ich habe noch einen Trank, okay. Hab ich klug gekauft. Ah! Man hätte drauf kommen können, weil sie sich nämlich da unten versteckt. Mann. Ja, du bist eine Pussy, ganz ehrlich. Du bist echt eine Schlange. Und jetzt kommt sie wieder. Ja, 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 mach doch. Versteck mich hier. Ja, und? Ja, man kann einen Bosskampf natürlich auch künstlich in die Länge ziehen, Freunde. Ernsthaft? Ja, es geht nicht mehr. Der Trick geht nicht mehr. Guck, sie... Okay, wir müssen sie jetzt wahrscheinlich unten catchen, oder was? Wie soll das denn gehen, bitte, Leute? Jetzt mal ernsthaft. Jetzt Blitz, sagt die Regie. Mit dem Blitz dreht man das Ding um! Jetzt habe ich's verstanden! Leute, wir werden ein Jahr lang an diesem Let's Play sitzen. Gott, bin ich schlecht! Oh, das ist anstrengend. Das war zu früh. Ja, aber... Ich muss es hier... Und dann... Yes! Yes! Leute, ey. Okay. 10% gehen raus an die Regie. Ohne die wir auch in einem Jahr noch hier sitzen würden.
glaube, das ist jetzt die Snake-Form. Und da jetzt kommst du, ne? Du hast es geschafft! Unsere erste Kugel! Es gibt sie wirklich! Ja gut, ich mache sie lieber sauber, bevor ich sie zu Sammelstickern springe. What? Du hast dich in eine Schlange verwandelt. Wie hast du das gemacht? Ein Wunder, dass alles so groß wird. Ich habe nur die Kugel berührt. Und wenn du sie nochmal berührst? Du siehst zwar immer noch nicht normal aus, aber die Gestalt wird sich als sicher praktisch erweisen. Sprechen wir mit Sam Mistikatz. Er dürfte mittlerweile wissen, wo die nächste Kugel ist. Ich gehe davon aus und sage den Leuten Bescheid. Nicht, dass sich irgendein Dorfbewohner erschrickt und dir deinen schuppigen Kopf abschlagen will. Flutter, flutter, flutter. So, Leute, ich habe meine erste freiwillige Form sozusagen gefunden. In das Schwein wurde ich ja einfach verwandelt. Du kannst dich jetzt in eine flinke Schlange verwandeln. Mit Z und L als Schlange kannst du mit X Gift spucken und an bemoosten Wänden hochklettern. Geil. Okay. Großer Meilenstein. Wir wollen eine ganz kurze Werbung. Ich muss mich ein bisschen sammeln. Und dann geht's hier gleich weiter mit Monster Boy. Bis gleich. Monster Boy. Punkt. Wir machen weiter. Ich habe gerade einen Boss besiegt. Ganz alleine, ohne Hilfe, bin ich darauf gekommen, wie man ihn besiegt. Und guck mal auf die Goldmünzen. 666. Ein Zeichen. Ich kann jetzt jedenfalls hier diese Schlangenform benutzen. Was mir jetzt natürlich ganz neue Möglichkeiten beschert. Erstmal speichern wir ab. So. Wäre natürlich gut zu wissen, wo überall moosbehangener Kram war, aber wir werden schon drüber stolpern. Aber wie komme ich da? Da fängst du nämlich schon mal an. Wie komme ich an das Moosding da oben? Gar nicht, ne? Man in der Luft wechseln? Nee. Ja, das ist da auch irgendwas. Nope. Kristallhöhlendorf Lupin. Schlüssel habe ich nicht. Ach so, jetzt kann ich da durch diese Mauselöcher. Ach, guck mal hier, wo wir sind. So wird nämlich, das ist das Gute daran, wenn man nicht, wenn man orientierungslos ist und irgendwie durch die Gegend stolpert, dann lernt man die Welt besser kennen, weil man eben Orte mehrmals besucht und so. Ich guck noch mal, ob die Zugbrücke ist wahrscheinlich immer noch unten, aber vielleicht ist sie ja moosbewachsen. Moosbehangen? Nein. So. Guck mal auf die Map. Wo ist denn das nächste? Achso, bin ich sogar schon richtig. Hier im Dorf ist irgendwas neu. War hinter dem Portal. Das wäre dann ja hier. Also hier. Ja? Nun glaube ich an dich. Ich habe doch gesagt, ich schaffe das. Sir Mistikatz, wie viele Kugeln gilt es noch zu besorgen? Die gerade gefundenen Kugeln
Mitgezählt sind 5 davon im ganzen Monster-World-Königreich verstreut. Die nächste müsste sich in den Kristallhöhlen unter den Kanalisationen, unter der Kanalisation des Dorfs befinden. Mit diesem Schlüssel kommt man dort hinein. Mit diesem Schlüssel öffnest du den Eingang zu den Kristallhöhlen unter dem Dorf Lupia. Komm zu mir, wenn du Hilfe brauchst, Kleiner. Okay. Gut. Nur mal ganz kurz was testen. Die auch zu schwer ist, die Schlange? Aha! Seht ihr? Ich bin nämlich klug. Und da ist nämlich auch Moos rein zufällig. Und dann machen wir Switch. Und bam! Und haben die Mühle repariert. Oh, dafür gibt es ein neues Musikstück. Auch wenn wir da jetzt immer noch nicht hinkommen. Vermutlich. Denn wir können nicht fliegen. Okay. Egal. Wir haben den Schlüssel gekriegt, das heißt, wir gehen jetzt wieder die Kanalisation runter oder was? Dann hier. Das hier ist immer noch nicht weg zum Wegspringen. Aber hier. Das sieht gut aus hier, ja, das schaut gut aus. Ist hier irgendwas zum Schnuppern? Nein. Ein Zahnrad. Ein Rätsel. Mit dem Zahnrad kann ich Kristalle zerstören. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Nee. Gift. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich muss das Zahnrad aber irgendwie mitschleppen. Spinne! Schnecke! Dagegen. Ja, ein bisschen Fantasie kann man sich vorstellen, wie die Schlange das gemacht hat. Leute, es ist ein Spiel. Komm, da sehen wir drüber weg. Was ist das denn jetzt hier? Dieses Symbol. Eine neue Waffe! Aber Moment. Ich bin ja gar kein Ritter. Feuer reflektieren. Oh, geil. 700.050 brauche ich. Neues Schild, neue Rüstung, neue Klinge. Angriff nur ein Stern. Aber ehrlich gesagt, solange ich jetzt nicht in die alte Form kann, brauche ich das ja hier nicht. Das machen wir hier.
dunkel. Säure plus Kristall gleich hell. Man kennt die Mechanik nicht immer, ne? Man weiß nicht immer genau, was hier irgendwas auslöst, aber in dem Fall war es ja dann doch relativ eindeutig. So, was ist jetzt das? Nichts. Nichts, was mich tangiert. Spinne, weg. Wieso fällt die denn jetzt nicht runter? So. So. Die halten ganz schön was aus, die Spinnen, würde ich sagen. Hier ist wieder Zahnrad-Dingenskirchen. Hier geht's nicht weiter. Okay. Ich überlege, ob ich hier schon mal war. Ich hoffe, dass ich ein bisschen kann. Ah, das war dumm. Zack. Und hier ist das Zahnrad. Und das... Aber warte mal ganz kurz. Trampolin und zack. Was ist jetzt das hier? Das ist rutschig. Guckt mal hier. Rutscht man nämlich. Oben oder unten? Ich sag unten. Wee! Das macht Spaß, ich will es nochmal. Ich hab bestimmt irgendwas übersehen. Muss. Wie muss man? So. Kann ich hier oben lang? But why? Ah. I see. Not really though. What? Also irgendwie muss ich den Absprung schaffen. Nee. Vielleicht als Schwein? Rutscht ein Schwein anders als eine Schlange? Wir probieren es mal. Ah,
Haha! Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist noch nicht hundertprozentig richtig. Das ist noch nicht der letzte. Da fehlt noch irgendwas. Kann ich das auch nicht? Okay, ich mache jetzt mal nichts. Ich springe jetzt mal nicht. Ich lasse mich einfach nur mal vom Level leiten. Okay, das ist schon mal nicht korrekt. Wie muss ich's machen? Oder ist der Kristall nicht mehr an? Bleibt der an? Soll man denn? Alter. Ja! Durchflitschen. So, da oben ist noch eine Fledermaus. Hier ist zu. Jeder Raum ist ein Rätsel. Wo ist das vierte? Da oben. Ah, da muss ich über den Moos hin. Neue Verstärkung, es ist Super Bumerang. Du hast deine Bumerang versteht. Du kannst eine ganze Welle an Bumerang, indem du mehrere davon wirfst und wieder fängst. Gut. Das konnte ich auch schon vorher, aber okay. Einem geschenkten Gaul und so, ne? Da ist hier noch was. Aber wie komme ich jetzt hier weiter? Das ist immer noch nicht klar. Ah. Alle Gegner im Raum besiegen. Okay, jetzt kann ich mich beamen. Was ich auch mache, weil dann kann ich speichern. Die hätten einfach den Speicherbrunnen direkt ins Portal packen sollen. Einfach unnötige 10 Sekunden hier. Hey, tschüss. Und weiter geht's. Das ist nämlich, glaube ich, diese Spitze ist tödlich. Würde ich sagen. Wenn ich da durchgehe.
nur so aus. Okay. Da war auch ein Speicherbrunnen. Aber da komme ich gar nicht hoch. Ah, warte. Das denn jetzt wieder, wenn ich hier reinkletter? Ah. Okay, Rätseltime. Also erstmal. Nein! 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 Sehr schlecht! Nochmal! Ja! Ja! Woohoo! Yes! Waren das alle? Super gut! Na, Chat? Weiß genau, was ihr jetzt denkt. Wow! Da fliegen die Fs durch den Chat. Come on! Wer lästert, muss auch loben. Ich bin gefangen. Wenn du das hier liest, bin ich wahrscheinlich bei dem Versuch gestorben, aus diesem wahnsinnigen Irrgard zu entkommen. Viel Glück. Mensch, hier muss man richtig sich, und so. Aber wie komme ich jetzt denn da? Okay, dann muss ich schnell hier runter. Nee. Falsch. Moment. Das. Dann. Das hier. Leute. Spiel ich nichts mit Ballern.
die ich halt nicht raff. Der hat 3 Stufen, okay? Okay. Vermutlich hat jeder 3 Stufen. Ganz oben. Mitte. Ganz oben. Dann. Der hat auch 3 Stufen. Wenn ich hier. Komme ich ja nicht mehr weiter hoch. Das muss ja sein, um überhaupt hier hinzukommen. Es ist rutschig. Es ist rutschig, Leute, okay? Es ist rutschig. Es ist Eis. Eislevel. So. Kann es sein, dass es hier noch nicht weitergeht? Dass ich hier fliegen muss oder sowas? Weil wie soll ich denn auf diese Plattform da kommen? Ich muss ja die so lassen. Sonst komme ich ja gar nicht auf die nächste Ebene. Das macht doch keinen Sinn hier. Wenn ich die hoch mache, ja, dann geht's gar nicht mehr nach oben. Ich bin ja nicht völlig bescheuert. So, das heißt, das ist die einzige... Ja, die kann ich auch noch von unten erreichen. Ich kann die auch nicht drehen. Aber das bringt mir ja nichts hier. Das hier. Ich kann ja nicht... Kann ja nichts machen. Das heißt, wenn ich die hoch mache... Die hoch mache, geht's auch nicht weiter hoch. Von hier keinen Schalter betätigen. Was war denn das? Eine Sache noch, Regie, bevor wir... Eine Sache noch. Das interessiert mich. Das will ich jetzt genauer wissen. Nee. Hab ich gedacht. Ey, Leute, jetzt mal ehrlich, ich bin doch nicht bescheuert. Also, das ist doch... Ist das ein Rätsel oder ist das Rätsel jetzt nicht zu lösen? Das finden wir raus. Nach der Werbung, wenn es genau an diesem Punkt weitergeht. Spannend. Bis gleich. Ja, ihr habt das so eingerichtet, ne? Verstehe. Hier, Illusion am Arsch. Illusion. Links raus. Warte, ich zieh mich hoch, warte. So. Leute, ich glaube... Es geht hier nicht weiter. Es ist einfach, es macht keinen Sinn. Okay, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder es geht nicht weiter, weil ich noch irgendeine Fähigkeit nicht habe, oder es geht nicht weiter, also im Spiel eine Fähigkeit nicht habe, oder es geht nicht weiter, weil ich in echt eine Fähigkeit nicht habe, nämlich klug sein.
Und in beiden Fällen fehlt mir eine Fähigkeit. Aber es macht einfach überhaupt keinen Sinn auf. Also. Das Einzige, was sich tut, ist da oben ein Schalter, an den ich ja so oder so nicht rankomme. Und die einzige Möglichkeit, überhaupt hier noch weiterzukommen, sind ja diese Schalter hier. Die ich nur in Schweinsform mit dem Superjump betätigen kann. Und wenn ich die wegmache, den mittleren, geht's ja nicht weiter. Timer starten, sagt die Regie. Letzten ganz hoch. Also, das wäre die mittlere Form. Das wäre die ganz hohe Form. Wenn das jetzt schon wieder stimmt. Ne? Das ist so unangenehm. Ich meine, ich weiß, dass ein paar tausend Leute vielleicht das gucken und genauso denken, wie doof ich bin, aber vor der eigenen Regie ist es mir noch ein bisschen unangenehmer. Ehrlich gesagt. Aber guck mal, ha! Jetzt kann ich es nämlich nicht mehr hier spucken. Liebe Regie. Ach, Timer, ihr habt ja auch gesagt, erst den Timer starten. Okay, ja, 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 macht das Rot weg. Ihr seid so klug. So. Timer starten. Dann schießen, runter. Und nein! Kirte Madre mit Sabenena! Aber so von der Theorie, ne? Oh, okay. Ich kann es schon mal so machen, dass es gleich nur noch ein Jump braucht. Das ist nämlich super klug. So, und jetzt habe ich doch den Trick raus, Leute. Ist doch ganz einfach. Zacken. Zacken. Nein! Nein! Bitte guck mich nicht an. Bitte guck mich nicht an. Guck mich nicht an. Bitte nicht. Nein, bitte nicht. Okay, Leute. Jetzt wird alles anders. Der Papa hat's raus. Es war nur ein schlechter Sprung. Leute, das passiert in den besten Familien. Zacken, zack, zack. Bamsen, bamsen, zack, 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 zack. Fick doch alles, was es gibt! Ey, wenn da nicht das Drachenschwert plus 10 drin steckt, ne? Fick! Komm, wir schaffen's doch. Schnell, 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 schnell. Gott im Himmel! Ich dreh durch. Deshalb macht man Let's Plays zu zweit. Niemand macht Let's Plays zu eins. Außer alle Let's Player. Oh,
dann, ey, so Sachen auf Time Limit im Eis. Es ist wirklich. Der beste Monster Boy Player auf der Welt. Das ist so, wie es den Zuschauern gefällt. In Schlangengestalt mit deinem Kopf so kräftig, dass du damit Felsen zerschmettern kannst. Drücke A, um einen Kopfschuss auszuführen. Bam! 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 Bam, bam. Nein, nicht da rein. Bam! 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 Huch! Ein Eismoskito. Bamsen! Bam, 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 du kleines Ratten-Moskito-gesichtiges Hessen? Gibt's hier aber Schellen links und rechts. Wieso lebst du immer noch? So, lass mich kurz nachdenken. Dich spuck ich an. Und dann lass ich hier Wasser rein. Hä? Warum das Wasser? Gott, dieses Spiel ist was für Kluge. Wasser. What? Ey, wir haben es doch gerade im Videobeweis gesehen, dass ich gewonnen habe. Ich muss irgendwie da oben an das Moos. Dazu muss ich irgendwie Wasser reinlassen, oder was? So, wenn ich Wasser reinlasse, kommt dieses Vieh wieder. Ah, guck mal. Im Zweifelsfall ist es immer die Stampfattacke. Och nee, was? Noch 15 Wirbelstürme da reinballern oder was? Nee, Asen! Man muss wirklich genau mittig landen auf den Dingern. Macht es. Ja klar. Das war ja logisch, ne? Okay, ich wüsste schon gern, was da drin ist. Da brauchen wir aber noch 15 Wirbelstürme. Ich habe keine mehr. Fast.
So. Welch freudige Rätsel erwarten uns jetzt hier? Okay, ich muss den anspucken. Cool, kann ich einfach so, zack. Kann ich von hier wahrscheinlich nicht anspulen, das habe ich mir schon gedacht. Das heißt, ich muss durchs Wasser. Okay, also. So, 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 so. Das ist natürlich auch ein Luftbubble. Ja, Luftbubble. Komm, 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 komm! Das wird knapp von der Zeit. Lass mich durch. Ha! Baby, baby. What? Das war gar nicht so schlau. Jetzt komme ich nicht mal in die Kiste da oben. Da oben ist noch so ein Loch, aber da komme ich auch nicht ran. Ja nun. Oh, die machen ein Kirre, ne? Dieses komische Viech hier. So rum ist sinnvoller. Nämlich. So. Klug sein. In diesem Spiel muss man klug sein. Das war nicht klug. Ach, da ist noch ein Kristall. Guck mal, hier habe ich nicht. Och, Moskito, ey. Wo wir den jetzt haben. Okay, hier drauf. Hoch komme ich nicht. I don't get it. So. Das könnte klappen. Jetzt mal, Leute, dass ich ein bisschen still bin, aber ich muss mich hier echt konzentrieren, sonst wird das hier nichts. Ich frage mich, warum ich die Kristalle da angezündet habe, ehrlich gesagt. Ich muss nochmal zurück. Ich habe das Gefühl, irgendwas ist mir hier entgangen. Vermutlich muss man die auch so anzünden, dass die alle zur gleichen Zeit brennen.
Und nervige Spinnen wegmachen. Aber die bleiben ja relativ lange auf jeden Fall lit. Lit! So. Zack. Den haben wir. Den haben wir. Den haben wir. Aha! Ah, okay. Musikstück. Ja, ist ein bisschen als Belohnung so. Ein neues Outfit, ne? Ne! Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. 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 Nee, wieso bin ich denn auch irgendwann einfach... Mensch! Schnell, bevor der Moskito wiederkommt. Einfach nur hier, dann hier, dann da, 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 da. Hey, hey, hey. Was ist jetzt das? Da brauchst wahrscheinlich ein Feuerschwert. Ein Feuerschwert plus 3 oder so. Ich sag mal, was machst du da? Nope. Nope. Brauchst du Frosch oder so? Geht schon nicht rein. Geht's da nicht rein? Wir können gucken, ob wir da hoch können. Dann wenn wir hier lang gehen. Da haben wir noch die Note auf, ne? Ja, haben wir schon was vergessen. Gehen wir hier lang. Zack. Zack. Ja, ums Eck, ne? Ja. Guck mal. Und dann gehen wir hier einfach lang. So, zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Ich kann nur hoffen, dass der Stein nochmal wiederkommt jetzt. Ja. Ist da schon wieder irgendeine andere Form? Irgendwas, was dich nicht wegbläst. Das geht? Oh, das muss doch gehen, ey. Ja, okay. Es ist, glaube ich, auch hier nicht Zeit für diese Form. So, 10 von denen. Zack. So, Leute. Jetzt seid mir nicht böse, aber das will ich noch machen. Wo war diese Kiste? Da muss ich zwar wieder durch diesen unliebsamen Weg. Komme ich da nochmal hin? Nee, shit, fick. Da komme ich ja nicht mehr zurück. Wegen... Oh. Weil hier ist jetzt... umsonst 100 ausgegeben. Und jetzt muss ich mir dieses Spukmassage machen, weil ich so dumm bin. Weil ich einfach ein bisschen dumm bin. Oh.
einfach sterben können. Warum hab ich nicht? Ich bin einfach so gekommen. Ich bin weiter weitergegangen. Wie dumm kann ein einzelner Mensch sein? Warum gibt es keine Lernkurve? Das haben sich meine Lehrer schon gefragt. Etienne, ich habe es dir doch hier 6-mal erklärt. Wieso verstehst du es denn nicht? Ja, aber, Herr Lehrer, ich verstehe es nicht, weil es keinen Sinn ergibt. Aber es ergibt Sinn, es ist Mathe. Es ist Mathe. Nichts ergibt mehr Sinn als Mathe. Nein! Warum heißt es Nenner? Und Fehler. Wer denkt sich solche Namen aus? Niemand kann das auseinanderhalten. So, jetzt gibt es hier folgende Möglichkeiten. Oben nicht. Rechts nicht. Unten. Und ein Boss. Na toll. Auch noch ein uralter Frosch. Und der schimpft die ganze Zeit hier. Uiuiuiui. Wie kann ich diesem Frosch Schaden zufügen? Er bounced und er haut. Also die Bosse sind schon so Souls-mäßig erstmal ordentlich Backenfutter. Ich glaube, dieser Kopfstoß war nicht das Schlechteste, aber... Aber dann schnappt er mich. Das ist ja geil. Jetzt bin ich im Inneren. Im Inneren des Frosches. Und das Wasser? Und er raged ab. Der Froschkönig. Jetzt bin ich wieder im Frosch. Und ich muss dort gegen seinen Gaumen ballern. Aber... Okay. Das ist ein bisschen wie, ja, egal. Ja, ja, den Pfeil, es ist jetzt nicht so gut versteckt. Das Wasser kommt immer höher, da darf man nicht von berührt werden. Das ist aber eine geile Idee eigentlich, das gefällt mir. So, und jetzt hier hoch. Zack. Tut ihm das eigentlich weh? Ich habe keine Ahnung. Wieder drinne. Jetzt ist ihm richtig schlecht. Nee, 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 nee. Ich hab ihn doch, ich hab ihn doch! Was ist das jetzt? Ah! Ich muss ihn von innen vernichten! Den Frushman, Frogman. Ich hab ihn. Ich muss ihn gar nicht von innen vernichten. Vielleicht habe ich irgendein krasses Item jetzt in ihm nicht gefunden. Ja, Leute, ich würde sagen, first try. Minus ein Try. Also. Und da ist die zweite Form. Nämlich. Dritte. The Frushman. So, so, ein Frosch, vielleicht küsst dich ja bald eine Prinzessin.
Das hast du dir doch immer gewünscht. Aber wie willst du hier rauskommen? Du bist zu schwer. Ich kann dich nicht tragen. Moment, ich habe eine Idee. Hubschrauber. Nee, ich will das noch nicht aufsammeln. Ich will da meine Schätze. Ja. Okay. Wow, diese Zunge solltest du wirklich so oft wie möglich einsetzen. That's what she said. Jetzt wäre zum Beispiel eine gute Gelegenheit dafür. Versuche, den Hebel über der Tür zu erreichen. Ich würde es selbst tun. Aber ich will deine neue Fähigkeit unbedingt in Aktion erleben. Du kannst dich jetzt in einen tapferen Froschkrieger verwandeln. Drücke X, um mit deiner kräftigen Zunge Schwung, Ringe und Schleudern zu greifen. Sie ist auch gut geeignet, um Gegner zu bekämpfen. So, erstmal gehen wir wieder runter. Da sind nämlich hoffentlich jetzt noch meine ganzen Münzen. Ja, was ist denn das für ein Scheiß? Das Spiel hat mich gezwungen, bevor ich die Sachen einsammeln konnte. Das kostbare Loot. Da waren auch so Tropfen. Das ist ja... Habt ihr das gesehen? Also. Na gut. Aber nichtsdestotrotz habe ich eine neue Form, einen Boss gelegt. Und das ist ja wohl perfektes Timing, denn die Zeit ist um. Wir machen das nächste Mal natürlich genau an der Stelle weiter mit hier Froshmaster Johnson. Und mir hat Spaß gemacht, euch hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal mit Monster Boy. Tschüss.